can't even get some calls. Hey Leute, Semiger hier und so, und ich mache heute wieder ein neues Let's Test, und zwar von der Helping Peter Mod. Wir sollen Peter bei seiner Tagesschicht helfen. Peter ist ein First Responder, der in, ich bild mir ein, England. Und wir sollen ihm helfen, also wie man sieht. Das ist Peter. Und hier, er kann einmal Feuerwehr sein und er kann Rettungsdienst sein, und das ist unser privates Fahrzeug, aber mit dem können wir nicht fahren. So, wir ziehen uns jetzt erstmal dementsprechend um. So, sind wir in Dienst. Aber noch ist nicht so weit. Wir können noch ein bisschen Fernsehen gucken. Mit Shift geht es, glaube ich, mit Shift können wir rennen. So, wir können Nachrichten gucken. Wir können irgendwas am Herd machen, ich weiß nicht. Ja, und wir können uns zum Beispiel hinsetzen. So. Und wie man hier sieht, wir sind noch nicht, im Moment sind wir noch auf beschäftigt, oder ich bin gerade auf beschäftigt, aber wir gehen jetzt mal auf frei. So, und wir müssen halt, wir sind der First Responder. Die First Responder sind die, die, wenn man zum Beispiel in so einem Dorf ist oder so, das sind die Leute, die dann als allererstes am Ort sind. Die haben nicht so die Ausbildung wie ein normaler Rettungssanitäter. Hier haben wir Person Injured. Halt, stopp. Da haben wir gleich unseren ersten Einsatz. So, Tor auf. Einsteigen. Schau dich an. Und hinfahren. So, dann haben wir hier drei Sirenen. Einmal Hilo. Dann haben wir Whale. Und Yelp. So. Ich habe jetzt alles gesagt. Ja, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Stopp, auf Seite hier, du Opfer. So. Jetzt sind wir da. Jetzt machen wir erstmal den Kofferraum auf. So, und aus dem Kofferraum holen wir uns jetzt erstmal die Emergency Bag. So, und dann gehen wir da erstmal zu der Person hin. So. Dann. Ah, Leute. Hier. Geh mal auf Seite, Peter. Jetzt hat. Hier. So. Dann checken wir die jetzt erstmal. So, wir machen erst den ABC-Check. Freie Luftwege. Schnelle Atmung. Und Schwitzen, also Blutungen und Schwitzen. So, dann öffnen wir erstmal die Emergency Bag. So, dann machen wir erstmal den Reaktionstest. Keine Reaktion, langsame Reaktion, normale Pupillen und halt Blutungen. So, dann machen wir den Blutzucker und den Pulstest. 120, ja doch, ich glaube der. Okay. Jetzt gucken wir mal nach der Luft. Gut, die ist gut. So, jetzt Blutzucker 7,6 ist auch okay. Ja, was ist jetzt mit der Person? Sie blutet. Dann machen wir erst, versorgen wir erstmal die Wunden. So, jetzt müssen wir warten, bis die Ambulanz kommt. Die sollte, soweit ich weiß, von alleine kommen.
Okay, Standbild ist gut. Okay, es hat. So, in 3 Minuten ist dann die Ambulanz da. Falls ich es jetzt nicht verkackt habe. So, dann haben wir jetzt die Tasche. Nee, hier. So, die öffnen wir. Dann schließen wir die hier erstmal und öffnen die hier. Ja, wobei, warum jetzt auch immer, wir haben, sie hat ja gute Atmung, also Glukose brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Machen wir jetzt einfach mal. Also Glukose ist ja Zucker, was manche vielleicht nicht wissen. So, bevor sie sich noch weiter verletzt. Der Mann hier ist wahrscheinlich auch, hat der Frau wahrscheinlich einfach geholfen. So, wir warten jetzt hier einfach. Wir können jetzt nichts weiter machen. Wir können uns nochmal die Werte angucken. Langsame Reaktion. Normale Pupillen. Ich weiß nicht, was GCS ist. Immer noch Blut. Aber wir haben doch, ja, eben. Okay, mal gucken. Immer noch freie Atemwege. Immer noch faste Atmung, schnelle Atmung. Okay, sie schwitzt ein bisschen. Dagegen können wir jetzt aber auch nichts machen. Ja. Wir müssen jetzt auf die Ambulanz warten. Wir können jetzt eigentlich nichts weitermachen als warten. Dann warten wir einfach mal, bis die schöne Ambulanz kommt. Ich meine, es dauert so seine Zeit. Wo bleibt die Ambulanz? Ich spule mal ein bisschen vor. Ah, jetzt hat er. Hä? Da ist sie. Ist es gerade der hier ernst? Fahrzeug 5 hört. Auf dem Weg. Ja, der holt ja aus der Seite raus. Kennt man ja nicht anders. So, da hat er sie. Not. Ach so. Peter, hau ab von der Per. Nein, geh einfach, Peter. Geh einfach. Peter. Meine Fresse. So, ab. Rein mit dir. Jetzt habe ich es natürlich 10 Mal geöffnet. Kann man machen, muss man aber nicht. So, schön den Koffer wieder mitnehmen. Ich finde es ein bisschen dumm, man muss jeden Koffer einzeln mitnehmen. Fahrzeug So. 5 hört. Abfahrt. So, wir sind wieder frei. So. Okay, Kofferraum zu, einsteigen, abfahren. Fahrzeug 6 hört. Schon unterwegs. Der
First Responder hat keine Pause. Der First Responder parkt auf der Straße. Flutlights sind die hinten im Kofferraum. Mal gucken, wenn wir den Kofferraum öffnen. Was dann passiert, wenn wir Flutlights drücken? Ah, ja, cool. Okay, wir nehmen natürlich zuerst die Emergency Bag raus und hin zu der Person. Das sieht aus, als wären es die Auspuffrohre, finde ich, da hinten. Komm, Peter. Check die Person. Mhm. So, freie Atemwege, schnelle Atmung, keine Blutungen. Okay, dann prüfen wir mal, Left Side, Pupil Stiff, oha. Okay, ups. So, Blut zu Puls, oh, 195 zu 100, 115er Puls, ja, gut, Blutzucker, gut. Okay, okay, wir müssen mal ein EKG machen. Verlass die Person. Peter. Ah, hier. Jetzt hat er. So. Hol mal schnell den Defibrillator. Beziehungsweise das EKG. Da ist auch der Defibrillator integriert. So, komm. Das sieht genauso aus. Ah, ja, hier. Ja, geil, Alter. Hier, 10.000 Mal. Damit ja auch alle Bescheid wissen, was Sache ist. Komm, Peter, hinknien. Emergency. Open, close, emergency weg. So. Check EKG. No. Okay. Ja. Was können wir denn bitte machen? Eigentlich nichts, ne? Wir bringen sie erstmal in die andere Seitenlage. Left Side. Okay, wir geben ihr erstmal die linke Seite. Schlaganfall. Die Person hat einen Schlaganfall. Ach du Scheiße. Sättigung ist immer noch bei 97, das ist okay. Scheiß, Digga, die hatte einen Schlaganfall. So, jetzt haben wir einen höheren Blutzucker. Scheiße. Nee. Alter, müssen die sich hier so laut unterhalten, während ich hier gerade am Leben retten bin? Ja, gut, hi. Ich weiß nicht, ich spüre wieder ein bisschen vor. Hier laufen die Menschen rum. Könnte wirklich England sein, ne? Weil wegen Ambulanz und so, die sehen halt genauso aus wie in England, ne? Würde ich meinen. Ne? Immer. Ne? Hier funktioniert auch nichts. Also man muss über die. Ah, da hinten ist sie schon wieder. Okay, also die hat echt richtig eigentlich. Die fährt schneller als wir. Und hier sieht sie so voll langsam aus. Okay, komm schneller, gib Gas. So. Ach ja. Fahrzeug 9 hört. Auf dem Weg. Und aussteigen. Peter, verlass die Person, bitte. Danke. Komm, nimm die Stretcher von der Ambulanz. Oder besser gesagt aus der Ambulanz. So. Einstecken.
Kann die auch Floodlights anmachen? Ich glaube nicht, ne? Und den Defi noch. Hast du den Defi? Ja, okay, gut. Okay, abfahren. So, Peter. Fahrzeug 10 hört. So, fahr mal heim. Brumm, brumm, man hört einfach brumm, brumm. Vielleicht kommt jetzt auch mal ein Einsatz, wo wir ein MAN-Fahrzeug. Ich weiß nicht, das ist unser Privatfahrzeug, aber mit dem können wir nichts machen. Wir können nichts mit dem machen. Wir können ja mal was ausprobieren. So. Fahrzeug 10 hört. Schaut, wenn wir jetzt hier. Wir können irgendwas an dem Fahrzeug rumspielen. Wahrscheinlich haben wir eine Bombe platziert oder so. Ja, der macht irgendwas am Auto, der knackt es wahrscheinlich. Es kann sein, dass ich die Floodlights vergessen habe. Ah, ist auch egal. Was? Halt, halt. Ja, nur kein Stress, wir sind schon auf dem Weg. In dem Viertel, ob ich da, Alter, ja! Oh oh. Bin unterwegs. Ich glaube, das heißt ansprechbare Person, unansprechbare. Tatü, ta, tatü. So, jetzt rufen wir die schon mal vorher, dann ist sie nämlich schneller. Quietsch, quietsch. So, öffne den Kofferraum, Peter. Los. Fahrzeug 10 hört. Ich mag die Floodlights. So. Ups, Emergency Back und hin zu der Person. Es sieht aus wie ein Chunky. Alter, hallo, lass den First Responder mal durch, du Eumelkind, Alter. So, ABC. Freie Atemwege, normal langsame Atmung, no major bleedings, okay, no, keine Atmung, keine Reaktion, Puls 80, der ist ein bisschen niedrig, gut, 6,5 ist okay. Peter, du weißt, was du zu tun hast. Ich glaube, der ist irgendwie. Ja, also wirklich unansprechbare Person. Ja, gut. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Huch. Peter, schnell. Okay, ja, aber ohne Reaktion, was? No reaction. Ich will ihn jetzt halt auch nicht unnötig, weißt du, es zeigt normalen Rhythmus an. Also. Gut, das war jetzt natürlich wieder Fail. Ah, toll, Flo. Egal. In echt würde man das nicht machen. Aber ich bin kein Notarzt, deswegen keine Ahnung. Wir holen jetzt einfach mal alle Taschen her. Ich glaube, ich gebe dir mal Sauerstoff.
Weil ohne Reaktion, da weiß man nie, was das könnte. Aber ich glaube einfach, der ist ein Chunky. Seine Drogen haben ihn jetzt mal gezeigt, was passiert, wenn er weiter so gemacht hätte, wie er gemacht hat. Also, Ah ja. Ich bin kein Arzt. Okay. Sekret. Zweimal, ich dachte. Oh, Scheiße. Okay. Peter, du kannst jetzt nichts mehr für ihn tun. Du musst jetzt warten, bis die Ambulanz da ist. Die eigentlich hätte schon längst da sein sollen. Ich rufe sie nochmal. Na, also siehst, der kommt doch mal ein Auto hier entlang gefahren. Und gleich noch eins. Ja, jetzt geht's los. Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug 12 hört. Fahren nur ein Fahrzeug Stückchen 12 vor, wir fahren jetzt hört. nicht weg oder so, nicht, dass ihr denkt, wir fahren jetzt weg. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Das ist sein Ernst. Ah, komm, gib Gas. Gut, dann ist die Ambulanz jetzt da, dann fahren wir jetzt mal wieder zurück. Kommen wir ihr entgegen? Ja. Peter fährt wieder nach Hause. Peter fährt wieder nach Hause und die Ambulanz regelt das schon. Ja, okay. Wir fahren näher ran. Fahrzeug 15 hört. Ah, ja, gut, näher ist nicht. Ist jetzt auch nicht schlimm. So, dann holen wir hier. So. Wir gucken jetzt mal, wenn jetzt kein irgendwie Einsatz für die Feuerwehr kommt. Dann beende ich das letzte Test hier auch mal. Ich will nicht schon wieder so lange das letzte Test wie gestern. Weil, also ich habe nichts gegen die Mutter. Die ist richtig cool gemacht, ja, aber die ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh ja, sie ist so. Was? Ja, gut, das ist jetzt einfach. Das ist ein Diabetespatient, Fahrzeug da weiß ich schon, 15 was Sache hört. ist. Fahrzeug 15 hört. Hallo. Ja gut, dann wollen wir mal mit Fahrzeug Vollgas. 15 hört. Auf dem Weg. Komm, zisch ab. Komm, ich warte unten auf dich, Peter. Ich glaube an dich. Irgendwie, das Blaulicht zieht FPS richtig schön runter, merke ich gerade mal so. Ich glaube, ich mache das Blaulicht wieder aus. Fahrzeug 14 hört. Und ich mache, glaube ich, nur die Flutlights an, weil die cool sind. Na, Fahrzeug allgemein, das 15 Blaulicht in hört. dem Fahrzeug ist cool. Gehen die wohl? Fahrzeug 17 hört. Okay, dann nicht. So, da brauchen wir jetzt nur die Tasche. Ich weiß da, was Sache ist. So, ups, okay. Ich wette mit euch, wir brauchen den Test ja eigentlich gar nicht machen. Ich mache ihn jetzt einfach mal. Wir können auch gleich den Blutzucker machen hier. Normale Atmung, bla bla bla. Und Achtung, 2,1. Pam, fertig. Aus, Ende. Jetzt können wir nochmal einen Blutzuckertest machen. Pam, 4,3. Haben wir nochmal eine Glukoselösung rein. Wir wollen so eine. Na, mehr als 4,
Okay, Entschuldigung, ich muss es natürlich mal wieder übertreiben. Aber ihm, ja, gut, das, ich habe nicht übertrieben. Nein, 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 nein. Ja, ist okay jetzt. Gut, ich. Ups. Nimm deinen Koffer mit. Alter, ich habe es ein bisschen übertrieben. Jetzt hat. Fahrzeug 19, Stadt ist hört. frei. Hauptquartier. Also, wer so parkt, ne? Ohne Scheiß. Accident, ne? Also. 19, hört. Ja, gut, da brauchen wir jetzt nicht die Feuerwehr, aber wir holen sie trotzdem mal hinzu. Den Genau das. Feuerwehr-Dingenskirchen. Weil es einfach cool aussieht und weil es dazugehört. So, gut. Fahrzeug 19, hört. Nee, halt, mach hier Tor auf. Ist ja nur ein letzter Test. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich sollte mir vielleicht mal einen Timer stellen, nicht länger als eine halbe Stunde aufzunehmen. Weil das dauert nämlich ewig beim Rennen bei solchen Mods. Fahrzeug 2, hört. Digga, mach jetzt keine Szene. Was zum Geier? Fahrzeug Okay. 2, hört. Bin unterwegs. Ich glaube kaum, dass sich die Feuerwehr so anhört. Ja gut, mit dem Feuerwehrfahrzeug kann er jetzt Fahrzeug eigentlich 2, nicht so viel hört. machen. Wobei das Feuerwehrfahrzeug einfach geil aussieht. Naja, gut, ihr wisst halt, was Sache ist, ne? Also, vielleicht ist der jetzt mal ein bisschen anders, weil er eben angefahren. Wir rufen die Polizei hinzu. Dauert kurzes Standbild, ist ja klar, weil. Alter, in 3 Minuten, Alter, das ist viel zu lang eigentlich. Aber dafür ist der Festresponder ja da. So, mal gucken. Can speak, kann nicht sprechen. Verschiedene Pupillen. Er hat Wunden am Kopf. Erstmal das, dann das. So, dann machen wir mal den normalen. Was? Das waren noch keine 3 Minuten. Freie Wege. Langsame Atmung. Und Passat. Und hier, bleeding und schwitzt. Er schwitzt. Der kleine Schwitzer. Okay, ja, gut, gute Sättigung. So, Leute, und da ist mir die Mod abgestürzt. Weil, wegen, weiß ich nicht, einfach so. Achtung, 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 Achtung. Nein, 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 nicht beenden. Nein. Okay. Ich komme nicht mehr ins Spiel zurück. Okay, egal, ich wollte euch sagen, ich hoffe, euch hat das Mod Review gefallen. Mod Review, was glaube ich? Das Let's Test, also es ist ja eigentlich ein Review gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und haut da rein. Bis zum nächsten Mal, euer Semiger.